Hallo und recht herzlich willkommen, jetzt aber auch tatsächlich aus Ulm. Ja, Donaustadion, das wird heute ein ganz heißes Halbfinale im WFV-Pokal. Der SSV Ulm trifft auf die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Wir suchen den nächsten Finalteilnehmer für den großen Finaltag der Amateure. Das erste große Highlight der neuen Saison. Aber ich glaube, wir ordnen diesen Wettbewerb noch der letzten Saison zu. Nichtsdestotrotz, ja, ganz egal wie, das wird heute ein ganz heißes Ding. Mittlerweile spielen beide Teams in der Regionalliga Südwest, da ja die SG Sonnenhof Groß-Asbach aus der dritten Liga abgestiegen ist. Und ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass beide Teams auch in der neuen Spielzeit in der Regionalliga Südwest eine gute Rolle spielen werden. Aber da sind nun erstmal die ersten Schritte, um sich so langsam wieder heranzutasten nach der längeren Fußballpause für den SSV Ulm. Ist es das erste Heimspiel nach 5 Monaten. Also das ist dementsprechend etwas ganz Besonderes und wir haben heute sogar auch ein paar Zuschauer im Stadion. Jetzt geht's aber direkt mal rein. Groß-Asbach von rechts nach links, natürlich in den roten Trikots, der SSV Ulm dementsprechend natürlich in weiß. 500 Zuschauer dürfen rein, wobei so ganz ist die Aussage nicht richtig, denn die Mannschaften und auch die Betreuer der beiden Teams sind da auch schon mit inklusive. Aber das sieht doch mal wieder nett aus, ein paar Zuschauer auf der Tribüne zu sehen. Ich bin gespannt, welches Team besser in dieses Duell reinkommt. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach war das letzte Team, das sich für das Halbfinale qualifiziert hat. Die spielten ihr Viertelfinale am letzten Mittwoch. Das war auch ein sehr, sehr interessantes Duell. Groß-Asbach spielte auswärts bei der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart und setzte sich mit 1:0 durch. Da traf ein Neuzugang. Das an sich auch keine Überraschung, denn es gibt sehr, sehr viele Neuzugänge bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach. Und wir haben heute noch genügend Zeit, die neuen Gesichter näher kennenzulernen. Einer hat, wie angekündigt, getroffen und das war Marvin Kuni. Albanischer U19-Nationalspieler. Er ist ausgeliehen vom FC Bayern München, spielte letztes Jahr für die A-Juniorenmannschaft der Bayern, war da auch sehr erfolgreich mit 7 Treffern. Ich hatte im Vorfeld des Spiels so ein wenig das Gefühl, als würde der Gast aus Groß-Asbach ein kleines bisschen pokern. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber auf der Aufstellung, die obligatorischerweise den Pressevertretern gegeben wird, da wurden nur 5 Spieler aufgeführt. Und dann gibt es noch ein offizielles Dokument, das ich mir noch gesichert habe. Und da waren jetzt auch nur 9 Spieler drauf. Und auch selbst bei fußball.de sehe ich aktuell nur 5 Akteure. Also da wird anscheinend mit allen Tricks gearbeitet. Jetzt vielleicht die erste Tormöglichkeit für die Gastgeber. Ja, die Kugel bleibt heiß. Ja, und die Kulisse ist da. Es gibt viele Fans, die außerhalb des Stadions ihren Platz gefunden haben. Und das sind die, die hier auch schon mal ordentlich für Stimmung sorgen. Ja, gute, wichtige Grätsche.
Der SSV Ulm ist bereits etwas früher in den Trainingsbetrieb eingestiegen und hat dementsprechend auch schon einige Testspiele bestritten. Dazu kam ja vor einer Woche das Viertelfinalspiel der Ulmer, das sehr, sehr erfolgreich ausgegangen ist. Da gewann der SSV nämlich mit 5:1 auswärts beim FV Ravensburg, auch immerhin ein Oberligist. Der SSV Ulm gewann zuletzt zweimal in Folge den WFV-Pokal und nun soll der dritte Streich folgen. Das ist das ganz große Ziel der Ulmer. Die sind richtig warm geworden mit dem DFB-Pokal und sie haben ja auch in der jüngeren Vergangenheit für die große Sensation gesorgt, als sie 2018, jetzt achten wir erstmal auf die Riesenmöglichkeit und das erste Tor in diesem Spiel. Klick, klack, zack, 6. Spielminute und da ist es tatsächlich passiert. Adrian Beck zeigt sich hier ganz kaltschnäuzig, fackelt nicht lange. Und das ist doch mal ein Auftakt nach Maß. Gucken wir uns das nochmal ganz in Ruhe an. Herrliches Zuspiel von Jan. Und dann mit einem Kontakt Adrian Beck. Da ist es passiert. Dieses Tor wurde Ihnen präsentiert von Tentel Immobilien, der Immobilienmakler aus der Region Ulm und der Levo-Gruppe Erbach. Adrian Beck spielt ja seit dem Winter wieder beim SSV Ulm. Der hat davor innerhalb von recht kurzer Zeit einiges gesehen. Generell ist ja Adrian Beck einer von mehreren Rückkehrern. Auch er spielte ja schon mal bis Januar 2019 für ein halbes Jahr in Ulm. Wechselte dann in die zweite belgische Liga, hatte da wenige Einsätze und dann ging die Reise weiter nach Hamilton in die erste schottische Liga. Da spielte er insgesamt 6-mal, unter anderem gegen Celtic und Glasgow. Nun ist er also wieder zurück hier beim SSV Ulm und das passt. Das haben wir gerade gesehen. Jetzt aber der Gast aus Groß-Asbach. Die Reingabe ist noch zu ungenau. Während der SSV Ulm das Pokalteam aus Württemberg ist, hat Groß-Asbach in den letzten Jahren eher Schwierigkeiten im WFV-Pokal gehabt. Da gab es meistens frühzeitig den K.O. Also wenn ich mir das mal so vor Augen führe, in der Saison 18-19 gab es das Aus im Achtelfinale bei der TSV Essingen. In der Saison 17-18, ja, diesmal bleibt der Ball aber hängen, aber die Kugel wurde hier fast nochmal heiß. In der Spielzeit 17-18 war Schluss im Halbfinale. Da gab es eine 2:0 Niederlage bei der TSV Ilshofen. In der Saison 16-17,
Da gab es eine ganz wilde Verlängerung in Freiberg. Da verlor Groß-Asbach, nachdem es nach 90 Minuten 0:0 stand, ganz wild mit 4:0 in der Spielzeit. 15:16 gab es das auch schon in der dritten Runde beim FSV Hollenbach. Und Ulm hat Lust auf mehr. Ja, die bleiben da richtig hartnäckig vorne in der Offensive. Und ich könnte noch weitermachen. 14:15 aus für Groß-Asbach im Achtelfinale, ebenfalls in Freiberg. 1:0 Niederlage in der Saison 14:15. Da war im Halbfinale Schluss, also kurz vor dem Finale, da gab es gegen die Stuttgarter Kickers ein 0:2. Also die letzten Jahre hat es irgendwie für Groß-Asbach im WFV-Pokal nicht sein sollen. Dafür lief es über Jahre hinweg in der dritten Liga richtig gut. Da waren sie ja 6 Jahre dabei und wussten in vielen Spielzeiten absolut zu glänzen, waren eher in der ersten Tabellenhälfte zu finden als in der zweiten. Erst die letzten 2 Jahre hatten Groß-Asbach Schwierigkeiten bereitet und so folgte nach der letzten Saison der Abstieg als Tabellenvorletzter. Nun wird aber in der Regionalliga was Neues aufgebaut und ich finde den bisherigen Kader sehr, sehr verheißungsvoll. Viele, viele Talente sind dabei. Bisher umfasst der Kader 21 Spieler und der Altersdurchschnitt, der liegt bei 23,6 Jahren. Klar ist natürlich auch, dass Groß-Asbach erst später in den Trainingsbetrieb eingestiegen ist, denn der Verein spielte ja auch noch nach dem Restart in der dritten Liga Pflichtspiele und der Kader musste erstmal neu aufgebaut werden. Da hatte der SSV Ulm wesentlich mehr Zeit, denn da liegt das letzte Pflichtspiel in der Regionalliga schon mehrere Monate zurück. Dementsprechend sind die Spatzen auch so richtig heiß. Das haben sie auch bisher in den Vorbereitungsspielen gezeigt. Also da gab es Ergebnisse. Mein lieber Herr Gesangsverein, unter anderem ein 8:0 gegen den bayerischen Regionalligisten, der hier um die Ecke ist, gegen den FV Illertissen. Also das war das erste Testspiel. Und dementsprechend das erste Spiel überhaupt nach 4 Monaten. Und das 2:0, das 2:0 nach einer Ecke. Da stand die SG-Defensive unsortiert. Und das wird hier gnadenlos ausgenutzt. Und zwar von Johannes Reichert, vom Kapitän. Wir gucken noch mal rein. Der ist da ganz alleine. Den haben sie nicht im Blick. Und das hätte man wissen können, denn dieser Reichert, der hatte auch vor einer Woche beim 5:1 Sieg in Ravensburg doppelt getroffen und da ist er schon wieder zur Stelle. Da muss sich Groß-Asbach erstmal schütteln. Wir schreiben die 13. Spielminute, 2:0 für den SSV Ulm. Die Ulmer haben natürlich auch immer größere Ambitionen. Das wurde auch gestern im Rahmen einer außerordentlichen Pressekonferenz verkündet. Da gibt es neue Investoren. Es gibt einen 3-Jahres-Plan. Innerhalb dieser Zeit soll der Aufstieg gelingen. Es gibt auch neue Stadionpläne. Der SSV will zurück in den bezahlten Fußball. Und die Transfers, die bereits getätigt wurden, die sind auch sehr, sehr verheißungsvoll. Ein Spieler, der neu dabei ist und jetzt gerade noch auf der Bank Platz genommen hat, ist ja beispielsweise Anton Fink. Also das sicherlich ein Transferhammer in der Regionalliga Südwest. Denn der ist zwar auf der einen Seite
man könnte jetzt mit Verlaub sagen, auch schon ein wenig in die Jahre gekommen. Aber auf der anderen Seite ist der auch gerade mal erst 32 und hat in der letzten Saison in der zweiten Liga beim Karlsruher SC auch einige Spiele bestritten. Also 22 an der Zahl. Dreimal hat er da auch getroffen. Aber die Fußballfans kennen ihn vor allem als den erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der dritten Liga. Also die hat er ja in den letzten Jahren förmlich auseinandergeschossen. Deswegen ist er auch der erfolgreichste Torschütze in der Vereinsgeschichte vom Chemnitzer FC. Für Chemnitz hatte er 117 Tore geschossen. Insgesamt kommt er in der dritten Liga auf 324 Spiele und 136 Treffer. Mal gucken, ob wir Anton Fink heute auch noch zu Gesicht bekommen. Ulm hat auf jeden Fall Lust auf mehr. Freistoßsituation. Boah. Da hat ja der neue Keeper bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach noch mal ein bisschen Spannung aufkommen lassen. Das ist Oliver Schnitzler. Beide Teams, sowohl der SSV als auch die SG, haben heute neue Keeper zwischen den Pfosten bei der beziehungsweise beim SSV Ulm ist das Niklas Heimann, Torhüter, den sie vom SV Rödinghausen verpflichtet haben. Rödinghausen war ja auch immerhin der Meister der Regionalliga West. So, und die nächste Möglichkeit für den SSV, und das wird wieder gefährlich, oder? Und wie es gefährlich wird, was ist denn hier los, Freunde? Unglaublich, 3:0 und es ist Burak Koban. Also, Freunde, da spielen sie die SG schwindelig. Da ist immer einer frei und Burak Koban hat dann auch viel zu viel Platz. Hier die Reingabe von Tobias Rühle und dann schön, clever, durchgelassen von Felix Hiegel. Die Abstimmung stimmt bereits jetzt beim SSV Ulm. Letztes Jahr traf Burak Koban 7-mal in der Regionalliga Südwest. Auch einer dieser Akteure, der mal vor ein paar Jahren hier schon in Ulm gespielt hat, dann zwischendurch mal woanders hingegangen ist. In dem Fall war es gar nicht so weit weg. Das war nämlich beim FV Illertissen. Und seit 2019, also seit einem Jahr, spielt er hier wieder beim SSV Ulm. Ja, und der SSV, der hat einfach Lust auf das nächste Finale. Die letzten Jahre waren sie ja so erfolgreich im Gazi-Stadion auf der Waldau. Da wird auch in diesem Jahr wieder das Finale durchgeführt. 2019, also vor einem Jahr, ging es gegen die TSV Essingen. 2:0 Erfolg. 2018 hieß der Gegner TSV Ilzhofen. 3:0 Erfolg. Und jetzt geht es gegen Balingen. Aber auch nur dann, wenn sie das hier bis zum Ende ja, auch so weiter durchspielen. Denn wir sind ja gerade mal erst in der 18. Minute. Und von daher ist hier auch noch für Groß-Asbach alles möglich. Aber es wäre natürlich für die SG wichtig, noch in der ersten Halbzeit zurückzukommen. Und dann kann ich mir alles vorstellen, denn wir haben hier erstmal hier heiße Temperaturen. Wir sind in einer Phase, in der beide Mannschaften ihr System noch finden müssen. Da ist dementsprechend alles möglich. Und ob Ulm die Kondition hat, das so über 90 Minuten, wenn nicht vielleicht sogar länger, auf die Platte zu bringen, das werden wir sehen. Bisher spricht aber sehr viel dafür. Und wir sehen hier auch direkt den nächsten Freistoß. Und der könnte auch wieder gefährlich werden.
Tobias Rühle wurde da von den Beinen geholt, beschwert sich da auch. Koban und Nicolas Jan stehen hier jeweils bereit. Mal gucken, wer es macht. Es ist Koban und er macht es direkt, er macht es ganz frisch. Aber da kann sich mal Oliver Schnitzler auszeichnen. Das ist ja auch ein top ausgebildeter Torhüter. Kam jetzt vor wenigen Tagen nach Groß Asbach, spielte in der letzten Saison noch für Preußen Münster. Das ist einer, der vor allem in seiner Nachwuchszeit extrem hoch gehandelt wurde. Da spielte er bei Bayer 04 Leverkusen, bestritt viele Juniorenländerspiele für Deutschland, war sogar auch U19 Europameister. Und im Herrenbereich, da ist der Funke noch nicht ganz übergesprungen. Da war er meistens der Ersatztorhüter, sowohl beim VfR Aalen, bei Heidenheim, bei Halle, jetzt auch zuletzt bei Preußen Münster. Und das könnte womöglich eine, wie bereits angekündigt, Win-Win-Situation sein für Schnitzler und Sonnenhof Groß Asbach. So, die nächste Ecke. Auch hier ist der zweite Ball. Das war aber eine ganz wilde Grätsche. Zum Glück ist da alles gut gegangen. Rühle. Rühle holt den nächsten Freistoß raus. Aber diese Kombinationen beim SSV, also wenn da mal ein Spieler den Ball durchlässt, weil er weiß, ja, da ist doch noch einer. Ja, das funktioniert tatsächlich alles bis hierhin. Gucken wir noch mal rein. Ja, schöner langer Ball. Und dann weiß Rühle ganz genau, lass ich durch, da ist noch einer. Nämlich der Kollege Nicolas Jan. Und die Standards sind etwas für den letzten Torschützen, den wir heute gesehen haben. Burak Koban. Ja, und auch die Hereingabe war wieder mal gefährlich und schon wieder finden sie den passenden Mitspieler. In dem Fall war das Felix Hiegel. Da sieht man auch von der Statur, das ist ein ziemlich großer Spieler. 1,91 Meter ist der groß. Jetzt vielleicht mal. Aber die Ulmer haben hier im Zweikampf alles im Griff. Auch wenn der mal nicht den Mitspieler findet. Trotzdem gut von Johannes Reichert. Und wir erleben jetzt passenderweise, und das macht auch total Sinn, die erste Trinkpause in diesem Spiel. Das heißt, Halbzeit, in der ersten Halbzeit 23 Minuten gespielt. Der SSV Ulm führt mit 3:0. Ja, das ist natürlich schon mal ein richtiges Brett. Ein Vorsprung, der schwer zu knacken sein wird. Aber ja, jetzt haue ich mal so eine Floskel raus. Der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze. Und von daher mal gucken, was wir hier heute noch erleben. Fest steht der Finaltag der Amateure. Der steigt am 22. August. Das kann man sich schon mal vormerken. Am besten den ganzen Tag nichts vornehmen und dann von Mittag an bis zum Abend schön die große Konferenz in der ARD. Um 14.45 Uhr wird übrigens das Finale im WFV-Pokal angepfiffen. Und dann geht es um die Qualifikation, also natürlich erstmal ganz klar um den Sieg im WFV-Pokal. Das ist schon eine richtig große Angelegenheit. Und dann auch noch on top als Zugabe um die Qualifikation für den DFB-Pokal. Und auch da fand ja bereits die Auslosung statt. Und der Gegner
für den Sieger im WV-Pokal wird wer sein? Erzgebirge Aue. Ein Zweitligist, der dann, je nachdem, vielleicht nach Ulm, vielleicht nach Groß-Asbach oder vielleicht nach Balingen reist. Dementsprechend wird man im Erzgebirge sicherlich auch ganz interessiert auf unseren herrlichen WFV-Pokal blicken. Und hier kann auch nun wieder Fußball gespielt werden. Für die Ulmer gibt es ja im Ligabetrieb in der Regionalliga Südwest zum Auftakt direkt einen absoluten Hammer. Die Ulmer haben ein Heimspiel, das ist sicherlich schon mal etwas, was man gerne mitnimmt. Und der Gegner kommt aus Elversberg, auch ein Team, das große Ambitionen hat, das dringend in die dritte Liga hoch möchte. Da treffen schon mal zwei Mannschaften aufeinander, die dieses Ziel verfolgen. Also diese Liga, diese Regionalliga Südwest, die größte Regionalliga Südwest aller Zeiten, die wird es sicherlich in sich haben. Denn durch Corona hat sich ja einiges getan. Die Liga wurde ja bekanntermaßen abgebrochen. Dementsprechend gibt es auch keine Absteiger. Saarbrücken ist hochgegangen. Groß-Asbach ist runtergekommen. Und dann haben wir durch die Quotientenregelung auch noch verschiedene Aufsteiger aus der Oberliga, sodass wir insgesamt auf 22 Mannschaften kommen. Das heißt 42 Spieltage in der Regionalliga Südwest. Da können wir natürlich sagen, Fußballherz, was willst du mehr? Aber der Hintergrund ist natürlich einer, den wir alle so, gerade wenn man nochmal so den Jahreswechsel vor Augen hat, sicherlich niemals erwartet hätte. Aber alle Beteiligten sind dran, das Beste aus der Situation zu machen. Da wurde wieder ganz schnell reagiert, Abseitsposition. Bei Groß-Asbach spürt man bis hierhin, dass sie noch das Viertelfinalspiel Mittwochabend in den Knochen haben. Da haben sie ja eine gute Partie bestritten. Hat sich der Schiedsrichter spät für den Freistoß entschieden. Ja, die zweiten Bälle landen sehr, sehr häufig beim SSV Ulm. Natürlich den Freistoß, das war natürlich auch ein taktisches Foul und da gibt es die gelbe Karte für Tobias Rühle, der sich in vielen Zweikämpfen genervt fühlt und das auch gerne kundtut. Dementsprechend, das war auch eher ein Frustfoul, also eigentlich komplett unnötig. Also muss man erstmal mal gucken, dass der wieder ein wenig die Ruhe findet. Das hat er ja im Grunde gar nicht nötig. Schon gar nicht, wenn sein Team so komfortabel mit 3:0 führt.
Aber ich erinnere mich damals, als er auch beim VfB Stuttgart als großes, junges Talent rauskam, da haben ihn viele mit Wayne Rooney verglichen. So von der Statur, von der Leidenschaft, von der Emotion her. Ja. Und die Zuschauer, die hier sind, die sind voll da. Auch die Zuschauer sind hier noch nicht entspannt, trotz der komfortablen 3:0-Führung. Das Foulspiel von Sandro Sirigu, ja, ein großer Name, der nach Groß-Asbach gewechselt ist. Also einer von den vielen Neuzugängen. Mittlerweile ist er 31 Jahre alt und viele kennen ihn sicherlich noch aus der Bundesliga. 36 Mal spielte er in der Bundesliga für Darmstadt. Auch in der zweiten Liga kommt er mal so eben auf 60 Spiele. In der dritten Liga sogar auf 120 Spiele. Und dieser Sirigu, der soll ein ganz wichtiger Eckpfeiler in der Mannschaft von Groß-Asbach werden, spielte in der letzten Saison für den Chemnitzer FC. Und jetzt gibt es hier auf beiden Seiten das ein oder andere Frustfoul, wobei das natürlich nochmal eine Spur härter ist. Da gucken wir nochmal rein. Also, ja, das war jetzt auch ziemlich wild. Das müsste Nikolas Jülich gewesen sein. Jülich ja auf jeden Fall einer der Akteure, der in Groß-Asbach geblieben ist. Einer, der über die Jahre hinweg einige Spielzeiten bei der SG miterlebt hat, der dann mal zwischendurch das Abenteuer zweite Liga in der Schweiz gesucht hat, aber dann auch wieder zurückkam. Seit 2018 spielt er jetzt auch schon wieder in Groß-Asbach. Aber davor, ja, war ja auch einer der Aufstiegshelden und ja, die nächste gefährliche Situation. Da war ja einer der Aufstiegshelden im Jahr 2014, als es für Groß-Asbach in die dritte Liga ging. Also der weiß, wie Aufstieg aus der Regionalliga Südwest funktionieren kann. Ja, und das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, Mohamed Diakite, immer noch im Ballbesitz. Der kommt aus der zweiten rumänischen Liga. Ken Gibson mit der Reingabe. Aber wieder Diakite, gebürtiger US-Amerikaner, der hatte schon immer Lust, mal in Deutschland zu spielen. Und jetzt ist er hier mittendrin. Natürlich knallt den Ball erstmal raus aus der eigenen Hälfte. 31 Minuten gespielt. Wer neu dabei ist, Ulm führt mit 3:0. Das war ein Blitzstart. Kai Gehring, auch einer der Akteure, der bei Groß-Asbach geblieben ist. Mittlerweile ist Gehring sogar der dienstälteste Spieler bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach, kam 2013 damals als vereinsloser Spieler und ist da richtig heimisch geworden. Davor spielte Gehring bei Saarbrücken, bei Wien Wiesbaden, bei Nürnberg 2. Und für den ist das heute ein ganz besonderes Spiel, denn in der Jugend wurde er ausgebildet. Bei welchem Verein? Na klar, beim SSV Ulm. Seinen Vertrag hat er nach dem Abstieg um ein weiteres Jahr verlängert. Identifiziert sich voll und ganz mit dem Dorfclub.
7 Jahre spielt er jetzt bereits dort. Ja, und Yakité taucht immer mehr gefährlich im Spielgeschehen auf. Da ist er wieder. Und dann der Abschluss von Joel Gereskia, der seinen Vertrag auch verlängert hat, der gesagt hat, ich bin hier noch nicht am Ende. Ein Spieler, der in der Vergangenheit sehr oft verletzt war. Und viele würden es sich wünschen, wenn dieser Joel Gereskia mal über einen längeren Zeitabschnitt Fußball spielen kann. Das ist ein unfassbar, mit Verlaub, geiler Techniker. Also ich selber kann sagen, ich habe den mal vor vielen Jahren bei einem Hallenturnier spielen gesehen. Da war er noch bei Eintracht Frankfurt. Und jetzt die nächste Riesenmöglichkeit für den SSV Ulm. Das war der Abschluss von Nicolas Jan. Ja, also von der Schussposition hat das ein wenig an den Führungstreffer erinnert. Aber den musste er erstmal aus der Luft rausfischen und hat das auch sehr stark gemacht. Aber nochmal ganz kurz hier zur Nummer 10 von Sonnenhof Groß-Asbach. Joel Gereskia in der Jugend bei Eintracht Frankfurt gespielt, bekam da auch einen Profivertrag, hat dann auch 4-mal in der Bundesliga gespielt. War dann auch noch danach beim FSV Frankfurt, bei Holstein Kiel und hatte immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, genauso wie bei Groß-Asbach. Aber um nochmal ganz kurz diese kleine Anekdote noch loszuwerden, ne, bei dem Hallenturnier damals, wo ich den Spielen gesehen habe. Oh, und die nächste Möglichkeit für Ulm. Also, ja, es bleibt dabei. Groß-Asbach schwimmt in der eigenen Defensive. Und die Ulmer können schalten und walten, wie sie wollen. Nächste Ecke. Auch wenn das hier Gehring ja eigentlich ja technisch sehr fein löst, aber auch mit einer gewissen Prise Risiko. Und die Standards der Ulmer, die werden bis hierhin regelmäßig gefährlich. Und natürlich ist das wieder eine Angelegenheit für den Neuner, für Burak Koban. Ja. Und auch hier, der zweite Ball landet beim SSV Ulm. Auch wenn aus dem Abschluss von Marcel Schmitz am Ende nichts mehr wird. Die Schusspositionen für die Ulmer, die bleiben hier bestehen. Gereskia lässt durch. Ken Gibson wird zu Fall gebracht. Spielte auch letztes Jahr in der dritten Liga für Groß-Asbach, kam da 15 Mal zum Einsatz. Aber der hat auch schon zwischendurch zweite Liga gespielt, dritte Liga. Also jetzt bei Groß-Asbach, aber zweite Liga, bei Sandhausen, bei RB Leipzig. Und er ist auch gerade mal erst 24, ausgebildet beim VfB. Also auf beiden Seiten, das kann man auf jeden Fall festhalten, viele Akteure, die bereits Erfahrungen in der zweiten, in der dritten Liga gesammelt haben, teilweise wie bei Sirigu sogar in der ersten Bundesliga. So, und jetzt Gibson. Ah. Sie sind in dieser Phase noch nicht gedankenschnell genug, um den SSV Ulm in Verlegenheit zu bringen. Und der bleibt gnadenlos und ist unfassbar schnell. Koban spielt nochmal quer. Und dann kann sich Groß-Asbach mal befreien. Darius Held geht da auf Nummer sicher.
Das ist einer der Akteure, der die Regionalliga kennt. Allerdings vor allem die Regionalliga Bayern. Spielte bis zum Sommer bei Memmingen, war davor auch schon mal bei Bayreuth. Aber solche Jungs braucht man ja auch, die genau wissen, wie Regionalliga funktioniert. Denn das ist ja auch über alle Staffeln hinweg immer wieder zu beobachten. Die Regionalliga, das ist eine ganz wilde Kiste. Die nächste Möglichkeit. Und es geht unfassbar schnell bei Ulm. Und das ist ein ordentlicher Abschluss. Ein sehr ordentlicher. Rühle ist dann im Abseits. Die wichtigen Zweikämpfe gehen fast immer an die Ulmer bis hierhin. Ja, hier gibt es auch direkt die nächste gelbe Karte, weil der Freistoß behindert wurde. Und hier holt sich Marvin Kuni, der albanische U19-Nationalspieler. Wurde über viele Jahre beim FC Bayern München ausgebildet. Jülich. Gibson. Und dann mit der Hacke, da ist er ja. Hier, Joel Gerezgia. Aber da ist keiner mitgelaufen. Ja, und da ist schon wieder viel Platz für den SSV Ulm. Rühle meldet sich. Leist ist dazwischen. Leist, der zweitdienstälteste Spieler bei Groß Asbach, kam 2014 von den Stuttgarter Kickers. Hier haben wir mal Niklas Heimann, den neuen Keeper vom SSV Ulm. Der durfte sich hier noch gar nicht auszeichnen. Aber damit kann er sicherlich sehr gut leben. Und nächster Freistoß. Und die nächste gelbe Karte. Ja, das geht hier ruckzuck. Die gelbe Karte gibt es für Sandro Sirigu. Den 31-Jährigen. Und ich glaube, nee, nicht wegen dem Foul, sondern wegen der Beschwerde. Das
war ihm wohl etwas zu viel, denn die Beschwerden auf der Seite von Groß Asbach, die wiederholen sich. Und das ist die nächste Riesenmöglichkeit. Und das ist doch unglaublich. Und der Oliver Schnitzler, der kann einem mittlerweile richtig leid tun. Da pariert er den Kopfball von Tobias Rühle ganz stark. Und der zweite Ball landet wo? Natürlich wieder beim SSV Ulm. Das ist doch unglaublich. Da ist immer mindestens einer frei, teilweise dann auch zwei. Und dann gar kein Problem. Für Lennart Stoll ist sehr, sehr groß, aber die Größe, die hätte er da auch gar nicht gebraucht. Dieses Tor wurde präsentiert von Tenter Immobilien, Immobilienmakler aus der Region Ulm. Vor zwei Jahren kam Lennart Stoll von Preußen Münster. Er hat auch schon 41 Mal in der dritten Liga gespielt. Und jetzt steht es hier 4:0 für den SSV Ulm. Und die machen hier einfach weiter. Die wollen gar nicht in den Verwaltungsmodus übergehen. Die wollen heute so viele Tore schießen, wie es nur geht. Aber jetzt vielleicht mal die Kontermöglichkeit. Aber der Ball zu weit gespielt. Und Niklas Heimann darf da mal wieder Ballkontakt aufnehmen. Auch Heimann übrigens ein Spieler mit einer sehr, sehr interessanten Vita. Spielte genauso wie sein Gegenüber Schnitzler in der Jugend bei Bayer Leverkusen, aber der ist, also der, wenn ich jetzt von der spreche, dann meine ich jetzt in dem Fall Niklas Heimann, der ist schon dann sehr, sehr früh in jungen Jahren in die Nachwuchsabteilung von Chelsea gewechselt, also sehr, sehr interessant. Spielte danach bei RB Salzburg, war auch bei Venlo, war auch Ersatztorwart bei Energie Cottbus, da war Cottbus noch in der zweiten Liga. Und über Rot-Weiß Essen ging es dann zum SV Rödinghausen, der ja auch eine Top-Adresse in der Regionalliga West ist, der auch Chancen gehabt hätte aufzusteigen. Allerdings hatte Rödinghausen auf die Relegation und auf den möglichen Aufstieg verzichtet, da man mit der Infrastruktur noch nicht ganz so hinterherkommt. Jetzt spielt Heimann hier in Ulm und sollte er das gleiche Kunststück mit seinem neuen Verein schaffen, das heißt Regionalliga-Staffelmeister, dann wird das hier natürlich heißen Aufstieg in die dritte Liga. Dann es laufen die letzten Sekunden der ersten Halbzeit. Mal gucken, was noch draufgepackt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das Schiedsrichtergespann hier ein Erbarmen aufgrund der Hitze hat. Aber wenn es natürlich konsequent gemacht werden soll, da muss man noch die Trinkpausen drauf rechnen. Wobei, das heißt Pausen, wir hätten auch nur eine. Da lassen wir mal die Kirche im Dorf. Marvin Kuni. Da ist in der gefährlichen Zone kein Durchkommen für Groß Asbach. So, und es ist dann doch eher die pünktliche Variante. Ulm führt mit 4:0 gegen Groß Asbach. Das ist ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen. Ich bin gespannt, was für eine zweite Halbzeit wir erleben werden, wie Groß Asbach darauf reagiert. Und ich würde von daher vorschlagen, wir gönnen uns eine kleine Pause. Und dann sind wir pünktlich zur zweiten Halbzeit zurück und ich sag schon mal, bis gleich. Urlaub auf Tahiti? Wozu? Das hier ist der Bodensee. Jetzt mit Freunden oder Familie deine Region entdecken. Mit DB Regio Baden-Württemberg. Thank you.
Da sind wir wieder. 4:0 steht es zwischen dem SSV Ulm und der SG Sonnenhof Groß Asbach im zweiten Halbfinale vom, ja, sag ich auch ganz persönlich, sehr geschätzten WFV-Pokal. Das erste Halbfinale hatten wir auch live übertragen und wie hieß es da am Ende? 0:4. Balingen, der Favorit, hat sich bei der TSV Pfedelbach durchgesetzt und die Balinger, die warten nun auf den Finalgegner. Die Tendenz ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt klar Richtung SSV Ulm, aber ja, ich habe da schon öfters gesagt, der Pokal, ja, und das ist natürlich eine Floskel, der hat seine eigenen Gesetze. Ich freue mich auf eine spannende zweite Halbzeit und ich würde Groß Asbach trotzdem noch etwas zutrauen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr talentierte Mannschaft, die sich hier sicherlich auch nicht komplett abschießen lassen möchte, sondern die sind jung, die sind ehrgeizig und ich glaube, ja, ganz forsche These, die sorgen hier nochmal für ein bisschen Spannung. Hier sehen wir auch schon ein paar Akteure der SG im intensiven Dialog. Das sind Spieler, die wohl auch gleich neu reinkommen ins Spiel. Ansonsten warten wir ja noch auf die Mannschaft der SG Sonnenhof Groß Asbach. Der Trainer Hans-Jürgen Beusen, der ist aber bereits, wie wir ja auch sehen, mittendrin statt nur dabei. Und das ist ja eine Beziehung, die sich auch gerade so richtig schön entwickelt. In der letzten Saison hatte Groß Asbach nicht das allerbeste Trainerhändchen. Da gab es insgesamt 4 Trainer. Beusen war der letzte, aber der hat dann für attraktiven und auch wieder erfolgreichen Fußball gesorgt. Und ganz ursprünglich dachte man, ja, das ist nur ein Freundschaftsdienst, dass der nochmal bei Groß Asbach aktiv wird, denn der war 6 Jahre ohne Verein, aber der wohnt halt eben in Asbach und hat sich die SG aus der, man könnte jetzt sagen aus der Ferne, weil er vorher keine Position im Verein hatte, man könnte aber auch aufgrund des Wohnsitzes sagen, aus der Nähe angeguckt und kannte auch die Verantwortlichen sehr gut und dann hat man es einfach mal versucht und Hans-Jürgen Beusen ist eingesprungen in der dritten Liga und das war dann so vielversprechend, dass der Vertrag auch direkt mal verlängert wurde und Groß Asbach möchte sich da auch wieder auf alte Tugenden besinnen und die Kontinuität hochschrauben. Das soll mit Beusen gelingen. Mal gucken, wie es auch in der Trainerpersonalie beim SSV Ulm weitergeht. Da gibt es ja ganz wilde Spekulationen über, ich sage jetzt mal, die Medien forciert. Holger Bachtaler, der ja sehr gute Arbeit beim SSV Ulm leistet, soll auf der Wunschliste der Spielvereinigung Unterhaching relativ weit oben stehen. Ulm macht aber da noch keine Anstalten, Bachtaler gehen zu lassen. Also, 3 Akteure von Groß Asbach haben wir. Geres Gia wird, wie wir sehen, ausgewechselt. Auch Marvin Kuni geht raus. Und auch für Sandro Sirigu geht es heute nicht mehr weiter. You
Ja, dann lass uns einfach mal überraschen, wann es hier jetzt gleich weitergehen kann. So, es kommt ein wenig Bewegung rein. Die Mannschaft von der SG Sonnenhof Groß Asbach kehrt nun auch wieder zurück. Sandro Seribu. Nummer 7, Marvin Kuri. Neu im Spiel, Nummer 8, Georgios Endidis. Nummer 9, Dominik Wiedmann. Nummer 22, Sebastian Schick. Ja, und es werden auch sehr interessante Spieler bei Groß Asbach eingewechselt. Das wurde vielleicht auch gerade über den Stadionsprecher gehört. Dominik Wiedemann, ja, der wurde jetzt ganz frisch gestern aus Würzburg verpflichtet. Der ist jetzt neu dabei. Da bin ich mal gespannt, was er anzubieten hat. Ein technisch sehr starker Spieler, der dem Offensivspiel einen großen Push geben soll. Der hatte ja mit Würzburg letzte Saison sehr viel zu feiern und spielte auch 21 Mal in der letzten Drittligasaison. Kam auf 2 Tore und am Ende stand ja für Würzburg der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und in der kam er auch schon 12 Mal zum Einsatz, und zwar für Heidenheim. Ein Spieler, der auch wieder zurückgekehrt ist, wurde ebenfalls eingewechselt. Achten wir erstmal auf die Möglichkeit für Ulm. Ja. Die nächste Möglichkeit, der nächste gefährliche Schuss. Abseits, nein, die Kugel ist heiß und da wäre fast der 5. Treffer zustande gekommen. Es bleibt vogelwild im Strafraum der SG. Jetzt erstmal die Möglichkeit durchzuschnaufen. Sebastian Schick, ebenfalls eingewechselt, der unterschrieb am Dienstag seinen Vertrag, kommt vom VfR Aalen. Aber die beste Zeit hatte er von 2014 bis 2018 natürlich beim Dorfclub. Ansonsten wurde er auch beim Karlsruhe SC ausgebildet, kam da auch bei den Profis zu einigen Einsätzen. Unter anderem 16 Mal in der zweiten Bundesliga. Er ist also wieder, wenn man so will, hier in Groß Asbach zu Hause. Georgios Pintidis wurde auch eingewechselt. 20 Jahre jung. Den haben sie vom FC Ingolstadt verpflichtet. In Ingolstadt kam er auch zu ein paar Einsätzen. Einen hatte er in der zweiten Bundesliga und 3 in der letzten Spielzeit in der dritten Liga. Ein junges Talent. Bekam den Nachwuchsfeinschliff in Ingolstadt. Davor hatte er auch schon bei Borussia Dortmund und bei Freiburg in der Jugend gespielt. Das ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Mal gucken, was der im Angebot hat. Und da wäre beinahe Wiedemann das erste Mal an den Ball gekommen. Bleibt hier hartnäckig und zieht dann das Foul. Ja, und jetzt auch mal ein Fehler auf der Seite vom SSV Ulm. Das hätte teuer werden können, aber Diakite bekommt den Ball nicht unter Kontrolle. Und hier zum ersten Mal im Ballbesitz. Aber ich glaube, die Information vom Stadionsprecher mit Sebastian Schick ist gar nicht so richtig. Aber ich bleibe da dran. Es geht weiter über Tobias Rühle. Ja, in letzter Not sauber geklärt, Ecke. Ja,
Das war eine richtig gute Grätsche. Riskant, aber sehr effektiv. Allerdings sind Ecken nicht unbedingt eine gute Nachricht für Groß Asbach. Einer hat ja den direkten Weg ins Tor genommen, beziehungsweise führte zu einem Kopfballtreffer. Und auch die anderen Ecken waren meistens gefährlich. Und auch hier landet zumindest der zweite Ball wieder beim SSV Ulm. Und wir haben natürlich ganz viel Zeit, um auch das Spielfeld wieder maximal breit zu machen, den Ball zurückzuspielen. Das kann man jetzt so richtig auskosten. Diakite. Die nächste Möglichkeit für den SSV Ulm. Die nächste Möglichkeit für Tobias Rühle. Zeigt sich ja auch sehr auffällig und ich glaube, der ist sicherlich auch zu Recht heiß. Denn als er in der Winterpause zum SSV Ulm wechselte, gab es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, Spiele zu bestreiten. Kaum war er da, wütete auch schon Corona. Kam ja im Winter vom KFC Uerdingen, ist jetzt also quasi wieder so ein bisschen in der Heimatregion zurück. Spielte ja in der Jugend sowohl beim SSV Ulm als auch beim VfB Stuttgart. Ja, das ist super kombiniert. Da wäre er fast durch gewesen, Marcel Schmitz. Gucken wir nochmal rein. Hier, klick, klack, zack. Ganz schnelle, kurze Kontakte. Und da ist es schon wieder Ecke. Diesmal kurz ausgeführt. Ja, und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch gleich mal weiter. Nikolas Jan überlässt natürlich für Mr. Standard, für Burak Koban. Wieder lang. Schnitzler mit den Fäusten. Jetzt vielleicht mal Diakite. Ja, die Idee ist an sich nicht schlecht, der Ball aber dann doch viel zu weit. Immerhin kann Groß Asbach die Kugel im Spiel halten, aber kaum sag ich's, ist sie auch schon wieder weg. Und dann ist der SSV Express unterwegs. Koban, sehr auffällig, nicht nur aufgrund seines Treffers und der Standards, sondern auch sonst. Schmitz, wen findet er? Ja. Über Umwege landet die Kugel dann doch immer wieder beim SSV Ulm. Groß Asbach schien die Situation schon so gut wie bereinigt zu haben, aber dem ist nicht so. Und dann die nächste gefährliche Hereingabe. Diesmal kann sich das Groß Asbachs Keeper Oliver Schnitzler ganz in Ruhe angucken. Ja, der hat schon so viel gesehen, ist aber auch erst 24 Jahre jung. Die Zuschauer, die heute hier sein dürfen, die haben ihr Kommen nicht bereut. Das kann man sicherlich aus Ulmer Sicht so sagen, denn Gästefans sind nicht zugelassen. Da orientiert man sich auch ein Stück weit an den Konzepten, die in der DFL entwickelt werden. Jeder hat hier seinen festen Platz.
Hier geht's mal weiter. Und dann haben wir die Abseitsposition. Koban. Ja, das ist genau die richtige Seitenverlagerung. Sehr gutes Auge von Vinko Sapina. Und dann geht's wieder schnell. Ja, es bleibt schnell. Und es bleibt bei sehr, sehr vielen Ecken für den SSV Ulm. Das ist heute zumindest bis hierhin noch nicht der Tag der SG Sonnenhof Großasbach. Der Ball ist dem Kapitän Julian Leist verrutscht und Ulm wechselt aus. Und es kommt der nächste torgefährliche Spieler. 56. Spielminute. Adrian Morina. Auch einer, der sowohl in der Jugend beim SSV Ulm als auch beim VfB Stuttgart spielte. Das passt, denn das hat er mit Tobias Rühle gemeinsam, der jetzt ausgewechselt worden ist. Morina traf in der letzten Saison 8-mal in der Regionalliga Südwest. Ja, und der nächste Kopfball, die nächste gefährliche Situation für die Ulmer. Ein fieser Zusammenprall, da schreien beide auf. Jetzt sehen wir die Situation. Auch noch mal die Eckenvariante von eben. Ja, da haben wir auch mal die Möglichkeit, in Highlights zu gucken. Hier der erste Treffer am heutigen Tag durch die Nummer 8, durch Adrian Beck. Also hier nochmal ein kleiner Service für alle, die vielleicht auch später reingeklickt haben. Der zweite Treffer, Johannes Reichert. Ja, das war eine richtig gute Ecke. Und Ulm machte gnadenlos weiter. Hier das 3:0 von Koban. Und dann gab es nochmal einen Standardtreffer. Da durfte sich dann auch Lennart Stoll in die Torschützenliste eintragen. Und so steht es hier nach 59 Minuten 4:0 für den SSV Ulm, wobei alle Tore im ersten Durchgang gefallen sind. Und momentan sieht es eher nach dem fünften Treffer für Ulm als nach dem Anschlusstor von Großasbach aus. Aber das heißt nichts. Jetzt mal eine Ecke für Großasbach, aber die nimmt mir der Linienrichter weg.
Abstoß. Es bleibt dabei. Die wichtigen Zweikämpfe, die wichtigen Situationen im Spiel, die gehen heute quasi innerhalb zumindest der ersten Stunde dieses Fußballspiels in die Richtung vom SSV Ulm. Hier sehen wir da quasi noch eine zweite Mannschaft. Da sind die ganzen Ersatzspieler, die sich hier warm machen, könnte man fast sagen. Aber das muss man heute nicht. Ich glaube, wir haben hier irgendwie 37 Grad. Und dementsprechend geht es wahrscheinlich maximal darum, hier die Muskeln in Form zu bringen und auf einen möglichen Einsatz vorzubereiten. Peck. So, und jetzt wieder mal viel Platz. Aber das bekommt Julian Leist geklärt. Der SSV Ulm bereitet den nächsten Wechsel vor. Wir sehen ihn auch unten am Bildrand mit der Nummer 7. Das ist Albano Gashi. So, und jetzt kommt es zu der Auswechslung. Nicolas Jan wird rausgehen und dafür ist dann Albano Gashi im Spiel, der im letzten Jahr starke Scorerwerte vorzuweisen hatte, traf nicht nur 5-mal, sondern konnte auch viele, viele Tore vorlegen und dann wurde die Saison ja abgebrochen. Dementsprechend wäre da vielleicht auch noch mehr drin gewesen für Albano Gashi, aber das kann er sich ja dann auch für die neue Saison aufheben. Ja, und die nächste Riesenmöglichkeit gut mitgenommen, sehr stark gemacht von Adrian Morina. So, und der Spieler mit der 29 bei Groß Asbach. Da lege ich mich doch jetzt auch einfach mal zu mir nichts, dir nichts fest. Das müsste Flavio Santoro sein. Der nächste Standard. Und es bleibt dabei, Bora Koban ist hier verantwortlich. Bleibt die Kugel gefährlich? Das wäre sicherlich keine Überraschung. Der ein oder andere Ulmer fordert sogar den Handelfmeter. Aber das waren ganz kurze, leichte Beschwerden, die jetzt hier auch, glaube ich, bei einem 4:0 nicht allzu sehr ins Gewicht fallen sollten. Gute Balleroberung vom eingewechselten Gashi. Thank you.
Das war jetzt mal ein wilder Versuch von Thomas Geier. Groß Asbach hatte bisher bis zu diesem Spiel nur ein Unentschieden bzw. ein Testspiel bestritten und das ging unentschieden aus gegen die Stuttgarter Kickers. Dazu gab es dann das Pokalspiel bei der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart. Jetzt also die dritte Begegnung im Halbfinale und die ganzen Neuzugänge, die sie jetzt verpflichtet haben, die kamen jetzt auch im Laufe der Zeit so nach und nach. Beim ersten Testspiel gegen die Kickers, da gab es auch noch 6 Probespieler, da gab es auch ein paar Akteure, die aus dem eigenen Nachwuchs mitwirken durften. In der Zwischenzeit kam dann der ein oder andere Spieler, sodass sie dann gegen den VfB schon etwas vollzähliger waren. Und jetzt seit dem VfB-Spiel wurden ja auch wieder neue Spieler verpflichtet. Also von daher, das ist gerade ein Prozess, in dem sich Groß Asbach befindet. Da ist, wie auch eingangs schon mal gesagt, der SSV Ulm wesentlich weiter in Sachen Kaderplanung, aber wahrscheinlich auch in Sachen Eingespieltheit, denn Ulm hat ja schon richtig viele Testspiele bestritten. Ich habe das auch schon mal gesagt, das 8:0 gegen Illertissen war das erste Testspiel und ja, da kam Ulm sowieso so richtig ins Tore schießen. Danach gab es ein 10:0 gegen den Verbandsligisten TSV Berg und da passt es wahrscheinlich rein. Ja, Stichwort Tore schießen, peng! Ja, da sind sie wieder. 6, nee, so weit sind wir noch nicht, Freunde, tut mir leid, aber 5:0. 6 Tore hatten sie, erzähle ich gleich dann noch, unter der Woche geschossen bei einem Testspiel. Hier erstmal das 5:0 und es ist Felix Hiegel. Ja, ganz trocken und auch ganz clever gemacht und auch gar nicht überhastet, einfach irgendwie wild drauf, sondern erstmal den Ball schön angenommen, verbunden mit einer kleinen Finte und dann ein ganz, ganz strammer Abschluss. Also der ist zwar 1,91 Meter groß, der Felix Hiegel, aber technisch sehr versiert. Und er wurde ja auch top ausgebildet. Er hat in der Jugend beim SC Freiburg, bei der TSG Hoffenheim und bei Heidenheim gespielt. Letztes Jahr kam er auf 5 Treffer. Und mal gucken, was er in dieser Spielzeit drauflegt. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal eine Trinkpause. Und natürlich, ich möchte hier auch keinen krampfhaften Spannungsbogen aufbauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ulm wieder mal im Finale steht, die ist natürlich jetzt verdammt, ja, verdammt groß. Aber trotzdem finde ich, sind die nächsten Minuten interessant, denn wir haben hier die Möglichkeit, viele, viele Spieler zu sehen, auch Neuzugänge kennenzulernen. Vielleicht erleben wir auf Ulmer Seite ja auch noch Anton Fink. Also von daher ist für Spannung in so einer Phase sowieso automatisch immer gesorgt. Und dann habe ich jetzt auch noch die Möglichkeit, die bisherigen Spiele vom SSV Ulm auch nochmal komplett zu machen. Die ersten 2 Spiele waren sehr, sehr torreich. Die ersten 2 Testspiele gegen Illertissen und gegen den TSV Berg. Gegen den Göppinger SV haben sie, wenn man so will, für ihre Verhältnisse sich mal ein bisschen zurückgehalten. Gewannen knapp mit 2:1. Daraufhin folgte dann der Pokalerfolg im Viertelfinale und zwischen dem letzten Pokalspiel am letzten Samstag in Ravensburg und dem heutigen Pokalspiel im Halbfinale gab es unter der Woche das Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Dorfmerkingen, auch immerhin Oberligist. Da gewannen sie mit 6:2 und da traf auch ein gewisser Hiegel, der vorhin getroffen hat, dreifach. So, Trinkpause vorbei, Anstoß und es steht 5:0. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? No.
auch in dieser Phase wird Groß Asbach bereits im Aufbauspiel gestört. Die geben hier nichts geschenkt, auch wenn es bereits 5:0 steht. 67. Spielminute. Spielerwechsel bei der SG Sonnenhof Groß Asbach. Platz Nummer 27, Andrew Uso, neu im Spiel mit Nummer 17. Ja, jetzt muss auch der Steinsprecher gucken, Nummer 17, wer kann das sein? Aber es ist Jonas Meiser, der jetzt neu dabei ist, und Owusu ist dafür draußen. Also wie gesagt, es ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, Groß Asbach, eine ganz, ganz neue Mannschaft. Trikotnummern wahrscheinlich irgendwie von denen, die jetzt da sind, relativ kurzfristig zusammengestellt. Und dann kriegen wir hier alle einen Mannschaftsbogen, auf dem irgendwie nur 5 Akteure stehen. Aber wir machen das Beste draus. Jonas Meiser ist drin und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Akteur, der in der Vergangenheit sehr oft verletzt war, der jetzt nochmal richtig angreifen möchte. Vor 2 Jahren kam Jonas Meiser von den Stuttgarter Kickers. In der Zeit kam er in der 3. Liga, auch aufgrund der ganzen Verletzungen, wenn man so will, nur zu 17 Einsätzen. Aber da hoffen alle, dass der dieses Jahr mehr Fußball spielen kann. Und dann kann das auch durchaus ein Faktor in der Regionalliga sein. So, die nächste Möglichkeit, wie nimmt er den Ball mit? Ja, natürlich nimmt er den Ball sehr, sehr gut mit. Wird jetzt ein wenig abgedrängt, aber dann haben die immer noch eine Idee. Also das ist doch tatsächlich unheimlich, wie sehr der SSV Ulm in dieser Phase schon eingespielt ist. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Morina war das, der dann auch nochmal zurückgespielt hat zu Hiegel. Wir sehen was nochmal. Da. Ja, dann der letzte Kontakt. Der hat nicht ganz so funktioniert, aber der Rückpass war wieder gut und Hiegel verspringt der Ball leicht. Aber das alles, wenn man so will, ja, kosmetischer Natur. Bei Ulm gibt es nichts zu meckern. Ulm bereitet den nächsten Wechsel vor. Da bekommen wir einen Neuzugang zu Gesicht. Und zwar einen ganz, ganz jungen. Jonas Kehl wird das sein, 19 Jahre jung. Kam neu von der U19 des FC Bayern München. Hat jahrelang, ähnlich wie auf der anderen Seite Marvin Kuni bei Groß Asbach, für die Bayern in der Jugend gespielt. Auch ein großes Talent. Spielte auch 7-mal für die deutsche U17-Nationalmannschaft. Und jetzt, also, ich fasse es nicht. 6:0. Und es ist Hiegel. Der kommt im zweiten Durchgang immer so richtig auf Touren. Das war schon unter der Woche beim Testspiel so. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Und der zweite Ball, der landet halt einfach immer beim SSV Ulm. Gashi hatte da erst noch ein bisschen Pech. Aber Hiegel sorgt dann für klare Verhältnisse. Und jetzt ist das halbe Dutzend voll. 6:0. Torschütze mit der Nummer 24, Felix Hiegel. So, jetzt darf auch gewechselt werden.
Mit der Nummer 15 geht Marcel Schmitz raus und dafür ist dann jetzt Jonas Kehl drin. Der hatte vor einem Jahr auch ein großes Highlight, denn er durfte mit den Bayern-Profis die US-Tour bestreiten. Da kamen 7 Talente in das Vergnügen, mit den Profis mal eine große Abenteuerreise zu verbringen. Danach spielte er dann 15 Mal in der A-Junioren-Bundesliga, die dann ja auch abgebrochen wurde. Also auch jemand, der dann in der U19 von Bayern regelmäßig zum Einsatz kam. Die U19 von Bayern beendete dann auch die abgebrochene Saison als Staffelsieger. 15 Marcel Schmitz, neues Spiel, Nummer 32 Jonas Kehl. Und der nächste Abschluss von Gashi. Was ja Ulm und Groß-Asbach beide gemeinsam haben, beide haben gestern einen Spieler jeweils vom FC Heidenheim ausgeliehen. Auf Ulmer Seite ist das ein bekanntes Gesicht, Gökalp Kilic. Der war bereits in der letzten Saison ausgeliehen, wird jetzt nochmal ausgeliehen. Und in dem Zuge wurde auch der Vertrag von Kilic beim FC Heidenheim um ein weiteres Jahr verlängert. Kilic ist einer, der in der vorletzten Saison in der A-Junioren-Bundesliga für Furore sorgte, war da richtig stark. Ist ein Mittelfeldspieler und traf da 9 Mal, hat auch viele Tore vorbereitet, kam dann da auch in der Spielzeit zu seinem ersten Einsatz in der zweiten Bundesliga. Wurde auch aufgrund der guten Leistungen im Nachwuchs mit einem Profivertrag ausgestattet und Heidenheim glaubt weiter an ihn, deswegen wurde auch der Vertrag in Heidenheim nochmal verlängert. Das gleiche bei Jonas Brändle, auch ein Eigengewächs aus Heidenheim, der durch starke Leistungen bei der U19 einen Profivertrag bekam und der jetzt gestern an Groß-Asbach ausgeliehen wurde. Auch hier wurde der Vertrag in Heidenheim auch nochmal sicherheitshalber verlängert. Da wird Heidenheim sehr, sehr interessiert nach Groß-Asbach und Ulm blicken. Abseitsposition. Und hier dieser Heißluftballon, ach herrlich. Das ist vielleicht auch eine der interessantesten Perspektiven am heutigen Tag. Also man muss heutzutage auch kreativ werden, um Fußballspiele live vor Ort miterleben zu können. Und vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für den einen oder anderen Fußballfan, der heute nicht dabei ist, aber sich überlegt, wie er vielleicht das nächste Spiel seiner Lieblingsmannschaft verfolgen kann. Das wäre vielleicht eine Option. Vor allem sind hier auch mehrere Luftballons unterwegs. Das ist ja unheimlich. Also das hört ja gar nicht mehr auf. Wo kommen die alle her? Aber vielleicht auch ein Indiz dafür, dass die Fans langsam wieder heiß werden auf den SSV Ulm. Die letzten Jahre war man, glaube ich, nicht immer ganz so glücklich über die Zuschauerzahlen, aber das Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Das merkt man immer wieder, wenn es dann in den DFB-Pokal geht und man hier plötzlich dann hier die Bude wieder voll hat. Da gab es ja hier gegen Eintracht Frankfurt den großen 2:1-Sieg. Vor 2 Jahren, ach, da sind die ganzen Ballons, das ist ja ein tolles Bild. So, also der nächste Wechsel beim SSV Ulm. Koban ist draußen, der hat sich den Applaus aber auch redlich verdient. Und jetzt ist er tatsächlich drin mit der Nummer 11, Anton Fink. Da werden sicherlich große Hoffnungen auf diesen Goalgetter ruhen. Starke Zweikampfführung von Jonas Kehl. Das ist sein erstes Jahr im Herrenbereich. Ja.
ist er schon wieder, Jonas Kehl, der Neuzugang vom FC Bayern. Vom Auftaktprogramm vom SSV Ulm hatte ich bereits erzählt. Da gibt es am ersten Spieltag den Hammer gegen Elversberg. Groß Asbach wird am ersten Spieltag auswärts bei der FK Pirmasens antreten. Und da gibt es dann aber beim ersten Heimspiel, also quasi am zweiten Spieltag, auch eine sehr, sehr interessante Partie. Da wird nämlich Kickers Offenbach zu Gast sein. Das wird wieder eine sehr, sehr hochkarätige Regionalliga Südwest. Viele Mannschaften mit Ansprüchen, ein paar habe ich jetzt auch schon genannt. Elversberg, natürlich, da sehen wir heute auch der SSV Ulm. Auch Groß Asbach traue ich es zu, bis zum ersten Spieltag in die Form zu kommen, die sie brauchen. Da haben sie auch noch ein bisschen Zeit, auch noch genügend Zeit, um die vielen, vielen Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren. Kickers Offenbach, allein aufgrund, das sagt man ja gerne bei den großen Traditionsvereinen, aufgrund des großen Namens, irgendwie immer im Favoritenkreis mit dabei. Mal gucken, was sie in der neuen Saison anbieten werden. Der TSV Steinbach mit den finanzstarken Möglichkeiten wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Homburg. Auch ein sehr guter Club aus der Regionalliga Südwest. Da sind viele, viele Kandidaten. Letztes Jahr war Saarbrücken der große Favorit. Der hat sich durchgesetzt, der ist jetzt weg. Jetzt haben die nächsten Mannschaften die Möglichkeit, den Aufstiegsplatz zu erobern. Und auch von unten kommen ja interessante Mannschaften hoch, wie zum Beispiel der VfB Stuttgart mit seiner zweiten Mannschaft. Auch Hessen-Kassel ist wieder zurück. Und auch mal gucken, was beim VfR Aalen passiert, der ja jahrelang in der dritten Liga war, aber auch zwischendurch in der zweiten Bundesliga. Also es sind so viele interessante Geschichten dieser Regionalliga Südwest. So ungenau. Es gibt kaum Anspielstationen für die SG Sonnenhof Groß Asbach. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, der Schuss aus der zweiten Reihe. Aber immer noch keine Möglichkeit für Niklas Heimann, sich hier mal auszuzeichnen. Den neuen Keeper, der auch viermal Torwart der U20-Nationalmannschaft von Deutschland war. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, denn mittlerweile ist er 29 Jahre alt. Thank you.
Diakite. Ja, das ist immer eine schöne Flanke. Und da kann sich doch Heimann auch mal auszeichnen. Und dann geht es auch wieder ruckzuck auf die andere Seite. Morina. Ja, und das ist doch mal eine ganz elegante Ballannahme und Mitnahme vor allem von Anton Fink. Da gibt es auch sofort den Applaus. Das ist dann Qualität. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich dieser Anton Fink in der Regionalliga Südwest schlagen wird. Da ist er schon wieder, Anton Fink. Und spielt den dann ganz fein rüber. Aber Hiegel befindet sich im Abseits. Ganz starke Zweikampfführung und dann mit der Hacke auch noch das Stückchen Sahne obendrauf. Das war Johannes Reichert, der Kapitän. Auch einer, der aus der eigenen Jugend kam. Also inzwischen ist er auch schon 29. Das heißt, es ist lange her. Aber ansonsten, beziehungsweise was ich sagen wollte, er hat mal zwischendurch 2 Jahre für die zweite Mannschaft von Kaiserslautern gespielt, kam dann aber auch 2016 wieder zurück nach Ulm und spielt also in seiner Fußballerzeit überwiegend für den SSV und ist ja auch ein absoluter Stammspieler. Guter langer Ball. Und auch das hätte beinahe noch funktioniert bei Jonas Kehl. Der lange Ball kam von Vinko Sapina, der mir als Ballverteiler ohnehin sehr gut gefällt, der eine gute Spielübersicht mitbringt. Den hätte Kehl fast noch bekommen. Bekommen hat er ihn sogar, aber er hätte er fast noch verarbeitet. Und auch Vinko Sapina hat übrigens in der Jugend sowohl für Ulm als auch für den VfB Stuttgart gespielt. Also wirklich sehr, sehr viele Spieler, die bei Ulm ausgebildet wurden, dann mal zwischendurch woanders Erfahrungen gesammelt haben und dann wieder zurückgekehrt sind. Diakite holt den Freistoß raus und es gibt die gelbe Karte für den Kapitän, für Johannes Reichert. Gehring, vielleicht geht da jetzt mal was. Ja, ja, das sieht gut aus. Und da kann sich Niklas Heimann jetzt auch mal so richtig behaupten. Mal richtig eingreifen ins Spielgeschehen.
Sehr, sehr starke Aktion. Gashi. Wir sind inzwischen in der 88. Minute. Und wenn sich... Oh! Die nächste Riesenmöglichkeit und Tegel. Unter der Woche gab es den Dreierpack im Testspiel. Hier hätte es beinahe genauso gemacht. Und das war aber auf der Linie richtig gut von Schnitzler. Also das 6:0 ist ja schon ein ganz, ganz dickes Statement. 7:0 wird sich schon sehr hart anfühlen, aber es kommt ja dann auch irgendwie aufs Gleiche raus. Die Parade war jedenfalls erste Sahne. Das ist mal extrem frühzeitig abgepfiffen. Da hat er sich gesagt, komm, 19 Minuten Fußball, wer braucht das heute? Also Feierabend in Ulm. Der SSV gewinnt mit 6:0 gegen Groß-Asbach. Aber wie auch schon mal zwischendurch gesagt, das muss man auch in der jetzigen Phase richtig einordnen. Groß-Asbach ist relativ frisch im Trainingsbetrieb. Groß-Asbach baut hier eine komplett neue Mannschaft auf. Da wurden viele Spieler erst in den letzten Tagen verpflichtet. Die sind gerade ganz frisch angekommen. Der Kader von Ulm, der ist vom Gerüst her schon länger zusammen. Und dementsprechend sind das die ersten Schritte des neuen Aufgebots der SG Sonnenhof Groß-Asbach. Aber ich habe versucht, im Rahmen der 90 Minuten auch die vielen Neuzugänge näher zu bringen. Und da sind tatsächlich sehr, sehr hochbegabte Spieler mit dabei. Es gibt ja auch noch Spieler wie Timo Röttger, die momentan noch verletzungsbedingt fehlen. Und ich glaube, wenn sich da die Mannschaft im Laufe der nächsten Wochen näher einspielt, dann kann das durchaus ein Kandidat für die Top-Teams der Regionalliga Südwest sein. Die Anzeichen verdichten sich, dass der SSV Ulm definitiv dazugehören wird. Auch da wurde ja nochmal ordentlich Potenzial und Qualität dazu verpflichtet. Ansonsten gibt es da ja auch ein Gerüst aus der letzten Saison, das wunderbar funktioniert. Im letzten Jahr, in dieser abgebrochenen Regionalliga-Saison, wurde Ulm am Ende Tabellen siebter, aber zu dem Zeitpunkt hatte Ulm ein Spiel weniger als die Konkurrenz bestritten. Hätte man am Ende also quasi auch noch Fünfter werden können. Sei es drum, die Karten werden jetzt erstmal sowieso neu gemischt und das wird sehr, sehr interessant, was sowohl in Ulm und auch in Groß-Asbach passiert. Wir gucken uns nochmal die Tore an für alle, die jetzt vielleicht mal ganz spät reingeklickt haben. Hier, das ging gut los für den SSV. 1:0 mit der Nummer 8, Adrian Beck. Die Ecke, ja, da hat man gemerkt, dass die Zuordnung bei Groß-Asbach noch nicht ganz stimmt. Da darf Johannes Reichert komplett frei im Strafraum sein Unwesen treiben. Auch hier die Abstimmung bei Ulm brutal stark durchgelassen, richtig gut, Timing stimmt und der Abschluss von Koban erfolgreich. Hier wieder Überzahl, steht immer einer frei und Stoll mit dem 4:0. So stand es zur Pause und im zweiten Durchgang gab es dann den Doppelpack von Hiegel. Hiegel zum ersten. Und kurze Zeit später hieß es dann Hiegel zum zweiten, nachdem sich Gashi nicht belohnen konnte, weil er ein bisschen Pech hatte. Aber dann hast du immer noch diesen Riesen, diesen Hiegel. Und der hat Bock auf Tore. Und das sind Bilder, die haben wir lange vermisst. Eine Mannschaft, die zu ihren Fans geht. Es durften, wie gesagt, aus guten Gründen nicht ganz so viele Fans rein. Aber die, die da waren, die haben es sehr genossen, das sehen wir hier. Und das heißt, wir haben auch ein Finale für den 22. August. Natürlich wieder in Stuttgart.
natürlich wieder im Rahmen vom Finaltag der Amateure live in der ARD. Da ist dann schon wieder der SSV Ulm dabei und der kann den Hattrick perfekt machen, dritter Titel in Folge. Aber da gibt es einen Gegner, der da was dagegen hat. Ja? Das muss man auch mal so sagen. Die TSG Balingen hat sich heute auch in einer guten Verfassung gezeigt, gewann das erste Halbfinale mit 4:0 bei der TSV Pfedelbach. Und damit haben wir ein Endspiel. Gesucht wird dann der Pokalgegner von Erzgebirge Aue. Also das ist ja wieder, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist so ein heißer Finaltag. Da geht es ja nicht nur um den einen Titel WV-Pokal, sondern auch noch um die Qualifikation für den DFB-Pokal, wo auch wieder ganz, ganz große und wichtige Einnahmen winken und dann noch als Zugabe das Spiel in der ersten Runde gegen Aue. Und das ist ja vielleicht auch keine Zugabe. Vielleicht ist das auch nur der Anfang einer großen Pokalsensation, Stichwort Saarbrücken. Ich würde sagen, das sind die letzten Eindrücke aus Ulm. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sind draußen und wünschen euch noch ein schönes, heißes Wochenende. Macht es gut, bis bald. Urlaub auf Tahiti? Wozu? Das hier ist der Bodensee. Jetzt mit Freunden oder Familie deine Region entdecken. Mit DB Regio Baden-Württemberg.